Jo Leute, bevor es mit dem Video hier losgeht, checkt mal Extreme Modding aus. Die machen zurzeit einen großen Oster-Sale, der geht noch bis zum 5. April mit fetten Rabatten auf ausgewählte Produkte. Also wer drauf Bock hat, erster Link in der Videobeschreibung auschecken. Jetzt mal viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Neues Live-Tuning ist am Start und ein richtig dicker, fetter, umfangreicher Test von diesem riesigen Auto, was da hinter mir steht. Dieser 5-Sitzer-Geländewagen, der Vepet Caracaras, hat Rockstar Games gestern am Dienstag rausgebracht. Und ja, wie gesagt, wir werden hier mal im Video rausfinden, ob das Teil für diesen wahnsinnig teuren Preis auch was taugt oder ob das einfach nur kompletter Müll ist. Ich habe ja einen Titel geschrieben, schnellster Geschütz-Pickup, und das werden wir nachher noch rausfinden und noch vieles mehr, Sprengtest, Speedtest und so weiter. Jetzt gucken wir aber erstmal kurz auf Worcester Cash & Carry, wo wir den kaufen können. Kriegen wir nur in so einer blauen Farbe und hier ist er für 1.775.000 GTA-Dollar, ein Geländewagen mit einem Geschütz drauf. Und das ist einfach nur Wahnsinn, der Preis. Ich dachte, will uns Rockstar Games hier trollen, weil wenn wir das jetzt mal nach dem Preis ordnen, dann können wir gleich feststellen, dass es echt der teuerste Pickup ist, wo wir ein Geschütz drauf haben. Krank. Bevor wir jetzt in den LS Customs reinfahren und das Teil mal richtig auftunen, checken wir erstmal kurz, was sind hier die Real-Life-Anspielungen, also welche echten Autos hatten hier Rockstar Games in den Vepet Caracara reingesteckt. Ihr wisst ja, Vepet ist eine Anspielung an den echten Autohersteller Ford und deswegen steckt hier auch ein Ford drin, nämlich ein Ford F-150 von der Grundform her. Ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, damn, der hat doch aber 6 Räder, normaler Ford F-150 hat doch nur 4. Das liegt ganz einfach daran, weil es ein umgebauter Ford F-150 ist, nämlich der Hennessy Velociraptor 6x6, also an jeder Seite 3 Räder von Hennessy, dem texanischen Autotuner, umgerüstet. Der Velociraptor 6x6 steckt zum Beispiel hier in der Front drin, das könnt ihr sehen an den Lampen, an dieser Lichtleiste. Ja, der hatte mehrere Lichtleisten. Ich meine, wenn man im Gelände rumfährt, dann braucht man auf jeden Fall viel Licht. Das leuchtet doch richtig krass hier, diese Lichtleiste, wenn wir das nachher mal im Dunkeln anmachen. Ja, dann an der gesamten Seitenform, 4 Türen, die Spiegel, auch die Auspuffe, die hat er auch an der Seite so dran. Ja, Geschütz hat er nicht gehabt im Real Life, logisch. Und das Heck ist ein bisschen was anderes, zumindest von den Hecklampen her. Die sind nämlich hier vom Nissan Titan, da hat er auch so die Rücklichter hier drin. In GTA Online haben wir die Lampen auch schon mal gesehen, nämlich die hat auch der Vepet Reata dran. Wenn wir jetzt mal ins Cockpit schauen, da haben wir so ein typisches Geländewagen-Cockpit, also nichts Besonderes. Hier nochmal die 2 Hecksitze für die Passagiere, also hier vorne hat der Fahrer Platz, daneben Beifahrer und nochmal 2 Leute hinten und nochmal einer auf dem Geschütz, also wie gesagt 5 Leute passen rein. Wenn ihr mal unten rechts schaut, der Name Vepet Caracara ist auch eine Anspielung an den Raubvogel Caracara, und wenn wir mal Raubvogel übersetzen, heißt das Raptor. Raptor heißt Raubvogel, ihr wisst, F-150 Raptor, Velociraptor, deswegen diese Anspielung an den Hennessy Velociraptor 6x6. Im Real Life ist der Hennessy Velociraptor 6x6 übrigens auch so ein riesiges Teil, hat über 600 PS und kostet 350.000 Dollar aufwärts natürlich, also Geländewagen der absoluten Spitzenmonster-Oberklasse, vielleicht sowas für Arnold Schwarzenegger oder so. So, wir fahren jetzt mal kurz rein in den LS Customs und schauen, was wir so tun können beim Vepet Caracara. Alter, wir haben hier gar keine Reinfahranimation, das Ding ist einfach so riesig. Ja, wir haben Panzerung, beste Panzerung, seht ihr nochmal die ganzen Preise, Bremsen, Rennbremsen, Motor, EMS4, Sprengstoff, nö, brauchen wir nicht. Lichter könnte ich mal Xenon-Scheinwerfer drauf machen, Unterbodenbeleuchtung, ich glaube, das passt überhaupt nicht zu diesem riesigen Teil. Nummernschild haben wir noch, gelb auf schwarz, sieht irgendwie nicht so aus, ob wir hier wahnsinnig viel tunen können. Dann Lackierung, machen wir mal, ich würde sagen, Primärfarbe mache ich mal ein klassisches mattes Schwarz, weil das Ding sieht halt schon extrem böse aus, von daher lieber ein Schwarz. Dann bei Sekundärfarbe, schau mal, was sich so ändert, gehe ich auch wieder auf Matt und jo, da ändert sich die Farbe der Federung. Hier könnt ihr es sehen, riesig große, lange Federung. Und da klatschen wir mal eben, ich glaube, ich gehe so in die Richtung Schwarz-Rot, wieder Replay Oldschool Style, machen wir mal ein Rot drauf. Ich wollte gerade Torino-Rot suchen, aber das haben wir ja nicht. So, und bei Primärfarbe gehe ich nochmal kurz auf Metallic, dann ändere ich irgendwas. Nehme ich hier das Nummernschild zum Beispiel, nur mal als Beispiel. Dann bei Lackierung wieder rein, Primärfarbe. Und jetzt können wir nämlich hier einen schönen Perleffekt draufklatschen mit diesem kleinen Glitch. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei der Xbox One und auf PC noch funktioniert. Ich habe nämlich gehört, PC soll angeblich gepatcht worden sein. PS4, seht ihr ja, funktioniert noch 100 Pro. So, jetzt klatsche ich hier einen Torino-roten Perleffekt drauf. Scheint so schön durch. Ich finde, es ist ein halt geiler Effekt. Wir haben noch Getriebe, Renngetriebe,
Turbo-Tuning, Reifen, ja, Felgentyp, würde ich sagen, machen wir mal SUV-Felgen drauf. Ich will hier so einen schönen Durchmesser und hier nehme ich mal, schau mal, was wir so nehmen können, ich glaube. Ich nehme hier die Lost Speed Baller. Die sehen so mit am coolsten aus. Wie gesagt, schreibt mal, was ihr so genommen hättet. Und jetzt gucken wir noch, was wir bei den Felgen, bei den Reifen noch sonst so tunen können. Chrom habe ich ja. Tuning-Reifen, Reifenverbesserungen, schusssicher. Ja, das war es im Prinzip auch schon jetzt fast. Rote Reifenqualm noch drauf. Aber das war noch nicht alles vom Tuning. Wir können nämlich noch mehr tunen, zum Beispiel im Avenger oder in eurer mobilen Kommandozentrale. Ich rufe mal eben kurz meinen Avenger und dann gucken wir mal, was wir da noch so tunen können. Hey, das mit der Sekundärfarbe war nicht ganz richtig. Es ändert sich nämlich noch was außer die Federung. Hier vorne, nämlich beim Kühlergrill, diese Linien, die wurden jetzt auch rot gefärbt. Transen da drüben sind da. Und Avenger ist auch da. Im Avenger drin haben wir noch genau zwei extra Tuning-Möglichkeiten. Nämlich einmal ist es hier Design. Wir haben diese ganzen Tarnmuster zur Auswahl, die wir ja schon kennen. Und ich glaube, hier würde ich mich für irgendein... schauen wir mal. Ich habe mich jetzt hier für das Stadtfraktal-Design entschieden. Passt irgendwie, finde ich, am besten mit. Zu dem Auto, da kommt noch schön dieses Schwarz mit dem Torino-roten Perleffekt durch. Und in der Kombi mit dem Weiß ist es einfach nur nice. So, drauf, ausgewählt. Und jetzt die zweite Tuning-Option. Das ist hier... Wer hätte das gedacht? Waffen. Da können wir nämlich hinten das Maschinengewehr ändern. Maschinengewehr zur Minigun. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr so ein Maschinengewehr habt, zum Beispiel wie beim Technical Custom, das umändern zur Minigun, weil die Minigun macht einfach deutlich mehr Schaden pro Sekunde. Ja, leider haben wir jetzt keine anderen Tuning-Möglichkeiten mehr zur Verfügung. Zum Beispiel, was wichtig wäre, Panzerplatten gibt es hier gar nicht oder noch irgendwelche extra Lichtleisten als optische Tuning-Teile oder sowas. Also tuningmäßig ist es echt mager und Panzerung hätte ich mir richtig doll gewünscht, aber schade, können wir nicht ändern. Wir gucken jetzt mal nach draußen und gucken, wie die Kiste von draußen aussieht. Vapid Caracara von draußen und jetzt mal Fahrzeugtüren bitte alle auf, dass wir uns das Teil nochmal schön entspannt von draußen nach dem Tuning anschauen können. Das ist der dicke Motorblock, weiß nicht, soll das ein V8 sein? Irgendwie strange, sieht irgendwie nicht danach aus. So eine komische Kappe ist hier oben drauf mit einem Rockstar Games Logo. Interessant, das habe ich schon mal bei anderen Autos gesehen. Und jetzt nochmal hier Innenraum, gut, hat sich halt nichts geändert. Heckklappe dachte ich geht auf, aber geht hier nicht auf. Da hinten noch die kleine Minigun drauf, die richtig viel Schaden macht, werden wir nachher noch austesten. Und jetzt zeige ich euch nochmal kurz das mit dem Licht, was ich gesagt hatte. Das Ding ist sowas von hell, das ist absoluter Wahnsinn. Normales Licht, Lichtleiste, boom, Festivalbeleuchtung. Ja? Also wenn ihr irgendwo beim Tuning-Treffen oder sonst wo viel Licht braucht, dann holt das Teil. Es macht einfach alles hell, taghell. So, normales Licht, Lichtleiste, nur so eine kleine LED-Leiste, so krank. Kommen wir jetzt mal zum Test. Also wie schneidet der Caracara gegen die ganzen anderen Pickup-Trucks mit Geschütz ab? Ich habe mir nämlich so die Frage gestellt, Digga, das Ding hat so ein heftiges Preisschild von 1.775.000 GTA-Dollar. Was kann der denn dafür? Ist der wirklich das Geld wert? Das werden wir jetzt gleich mal rausfinden. Als allererstes habe ich nämlich mal einen Speedtest gemacht. Ich habe den Caracara antreten lassen gegen den Technical Custom. Also ist für mich so ein durchschnittlicher Pickup-Truck von der Leistung her. Und gegen den Barrage ist für mich ein guter Pickup-Truck von der Leistung und von der Panzerung her. Und am Ende von dem kleinen Speedtest hat sich herausgestellt, der Technical war ein bisschen zu langsam. Der Barrage war richtig schnell und am allerschnellsten mit einem kleinen, ganz kleinen Geschwindigkeitsvorsprung, vielleicht so eine halbe Wagenlänge, war denn der Caracara am schnellsten. Und danach habe ich mir so gedacht, was ist jetzt eigentlich der beste Pickup-Truck in GTA Online mit Geschütz, der so die besten Allround-Eigenschaften bietet, also beste Panzerung, wo viele Leute mitfahren können, wie gesagt mit Geschütz auch. Relativ schnell. Ja, und deswegen habe ich mir natürlich gleich den Insurgent Pickup Custom geschnappt, habe noch Enrico eingeladen in die Party und wir haben dann auf dem Sandy Shores Flugfeld erstmal einen Speedtest gemacht. Am Anfang ist schon relativ klar geworden, dass der Caracara in der Beschleunigung richtig gut ist und auch in der Endgeschwindigkeit, naja, aber war noch nicht wirklich ganz klar. Das Ganze nochmal auf der Autobahn gemacht und dann ist es wirklich auf Langstrecke klar gewesen, also Beschleunigung und Endgeschwindigkeit, dann lag der klar vorne vor dem Insurgent Pickup Custom, aber ich konnte noch mit dem Geschütz, hätte ich noch erreichen können. Dann hatten wir noch einen kleinen Geländetest gemacht, also ich wieder im Insurgent Pickup Custom, Enrico wieder im Caracara und wir sind dann so Berghänge hochgefahren. Da haben wir festgestellt, dass beide ungefähr gleich gut die Berghänge hochkommen. Gut, der Insurgent Pickup Custom hat vielleicht bei so engen, steinigen Stellen so ein paar kleine Vorteile, aber sagen wir beim Geländetest schneiden ungefähr beide gleich ab. Danach haben wir noch einen kleinen Rahmentest gemacht, weil wir wollten rausfinden, welches Auto, entweder Insurgent Custom oder Caracara, kann jetzt besser Autos wegrammen. Wir sind einfach aufeinander zugefahren, haben festgestellt, dass obwohl der Caracara so groß ist, wurde einfach mal easy weggeschoben vom Insurgent Custom. Übrigens beinahe natürlich voll aufgetuned. Kommen wir jetzt mal zu dem richtig wichtigen Test, nämlich dem Sprengtest. Also wie viel Explosivmunition hält denn der Caracara überhaupt aus?
Ich habe dazu mal den kompakten Granatwerfer genommen, weil das ist so die Waffe, die man schnell mal vom Motorrad einfach abfeuern kann und die hat halt genauso viel Power wie zum Beispiel der andere Granatwerfer. Deswegen diesen kompakten Granatwerfer. Erster Schuss und ja, was gibt's dazu zu sagen? Das Ding ist einfach mal komplett platt. Darum habe ich gesagt, ich hätte mir echt noch so eine Option, so eine Tuning-Option wie Panzerplatten gewünscht. Testen wir das nochmal kurz mit dem Insurgent Pickup Custom aus. Insurgent Pickup Custom ist da und den könnt ihr übrigens auch genauso wie den KK in eure Garage stellen. Also falls sich einige gewundert haben. So, erster Schuss. Zweiter. Dritter. Vierter. Boom. Fünfter. Jetzt ist er down. Vier Schuss hält er aus. Das ist extrem. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Riesiger Vorteil vom Insurgent Pickup Custom, was die Panzerung angeht. Ja, den Sprengtest habe ich natürlich auch mit dem Technical Custom und mit dem Barrage gemacht. Technical Custom hat auch wie der Caracas keinen einzigen Schuss ausgehalten. Und der Barrage hat sogar zwei Schuss vom kompakten Granatwerfer ausgehalten, bevor der down gegangen ist. Auf jeden Fall mal richtig nice. Jetzt nochmal kurz ein Test mit der Minigun. Ja, und jetzt zur wichtigen Frage, lohnt sich das Teil überhaupt für diesen heftigen Preis oder ist es einfach nur Schrott? Hat der überhaupt irgendwelche Vorteile oder wirklich nur Nachteile? Das werden wir gleich feststellen beim Fazit. Jetzt aber erstmal kurz ein Soundcheck und eine Runde um den Block. Fazit vom KK, fangen wir mal mit den Nachteilen an. Das Ding ist einfach nur extrem schlecht gepanzert, praktisch gar nicht. Schmeißt irgendjemand mal eine Granate ran oder irgendwas anderes Explosives, das Ding ist sofort down. Im Vergleich zum Insurgent Custom passen hier nur 5 Leute rein, beim Insurgent sind es sogar 9. Der Insurgent Custom hat neben der Minigun auf dem Dach, die übrigens genauso stark ist wie die Minigun hier vom KK, auch noch dieses geniale Spezialfeature, dass ihr eine Annäherungsmine tunen könnt und die könnt ihr dann droppen, um zum Beispiel eure Verfolger zu zerstören. Der hier hat überhaupt keine Annäherungsmine zum Tunen. Der wirklich einzige Vorteil, der mir beim Testen vom KK aufgefallen ist, ist der Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvorteil. Es ist einfach mal der schnellste Pickup-Truck mit Geschütz obendrauf, sogar noch ein bisschen schneller als der Barrage. Also meine Meinung, wenn ihr einen Pickup wollt, der vom Preis her okay ist, noch geile Features hat, wie zum Beispiel Annäherungsmine, der richtig genial gepanzert ist, wo 9 Leute mitfahren können, wählt auf jeden Fall den Insurgent Pickup Custom, spart da lieber euer Geld für, da kommt ihr immer noch günstiger weg, als wenn ihr hier den KK auftunt. Ja, und für alle, die noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit haben wollen, wo dann aber die Panzerung nicht so gut ist und wo dann auch nur 4 Leute reinpassen, die holen sich dann halt einfach den Barrage Pickup Truck. Aber diese Karre, diesen Karaka, ich würde den mir absolut nicht kaufen. Er lohnt sich absolut nicht für das, was er bietet, für diesen heftigen Preis. Definitiv keine Kaufempfehlung von mir. Das war es jetzt jedenfalls hier mit dem Live-Tuning und dem umfangreichen Test vom neuen Vepet Karaka Monster Pickup Truck mit Geschütz obendrauf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus.